Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Tales of Symphania Dawn of the New World. Ja, wir sind immer noch im Gasthaus von Luin. Und in der letzten Aufnahme haben wir ja so einiges erreicht. Wir haben den Pakt geschlossen und somit wurden wir ein Ritter von Rodactost. Und jetzt konnten wir auch Monster jeweils einen Pakt schließen. Und da haben wir jetzt schon mal zwei. Und ich hoffe mal, dass wir mehrere Monster bekommen. Gut, dann müssen wir jetzt mal schauen, was wir als nächstes machen müssen. Dann werden wir mal rausgehen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir waren schon beim Bürgermeister. Der hat sich bedankt und wir sollen jetzt Leute verfolgen. Emil, wait! Marta? Tenebrae and I are going with you. Why? The whole point of our journey is to find the Centurion's cores and wake up Ratatosk. So Lloyd is our common enemy. Since we share the same objective, it would be in our best interest to work together. But I'm... You also made a pact with Ratatosk as a knight, right? And Ratatosk is stuck on me. So that means you have to protect me. As I told you before, Lady Marta had been looking for you. She wanted the boy who saved her back in Palma Costa, you, to be a knight of Ratatosk. So please. It's partly my fault that things ended up the way they did. Let us go with you. I really don't remember meeting you before. Are you okay with that? It's okay, because I remember. And you're brave, so I feel like I can count on you. You think I'm brave? I'm nothing like that. No, you really are. You already saved me several times since we met again. And you wouldn't have done that if you didn't have courage. That's why I want to go with you. We can start off as friends, right? Of course, I don't mind being more than friends. Courage is the magic that turns dreams into reality. It's just like he said. What? Oh, it's nothing. Why don't we get going? Right. Okay, let's go. Marta ist der Gruppe beigetreten. Wunderbar. Bahnt sich da schon was an mit Marta und mir? Emil? Emil. Ne, nicht E-Mail, sondern Emil. Neu. Asgard. Stadt mit vielen antiken Ruinen. Wahrzeichen der Stadt sind Windmühlen und das Steinpodium. Okay. So, den Rest waren wir schon. Also denke ich mal, reisen wir jetzt nach Asgard. Ja, Zielort Asgard. Dann rennen wir eine Runde. Und schauen uns mal die Stadt nochmal an. Kapitel 2. Aufgewühltes Herz. This is some wind. Come on, take it like a man. That's easy to say. It may be difficult to believe, but Lady Marta is depending on you. So please, try to act like a man in front of her. I'm not sure if I can. What's keeping you two? Come on, we need to ask if anyone's seen Lloyd. Let's hurry! Wherever Lloyd is, that's where the Centurion's cores are. So let's find the mayor and ask if Lloyd's come by, okay? Right.
Okay, wir sollen erstmal den Bürgermeister aufsuchen. Asgard, ja, in der Stadt waren wir auch mit der alten Gruppe, falls ihr euch noch erinnern könnt. Seltsame Wetterphänomene. Wow, this wind is really something. Right now, all sorts of strange weather patterns are happening around the world. It's all because of the joining of the worlds 2 years ago. But everything will work out if the Centurion's cores are hatched, right? That should be true in theory. Wait, what do you mean theory? Things are not always as simple as they appear. Huh? Ich meine, eigentlich hat sich nichts verändert. Die Städte sind eigentlich noch so geblieben. Der Bürgermeister müsste eigentlich noch da wohnen, wo wir den am Anfang getroffen hatten. Mit unserer Leutgruppe. So, da oben geht es ja zum Steinpodium. This town seems kind of desolate. This is weird. The last time I came here with Daddy, it wasn't like this at all. Your dad? Now that you mention it, where's your family? Well... Watch out! Sorry. It's fine. Are you? It's all right. You have an interesting creature with you. Emil, what are you doing? We're terribly sorry. Are you all right? Marta, this man, he... This town's changed too. Huh? Excuse me, are you originally from here? A long time ago. Back then, this city wasn't even called Asgard. Sorry, this is my hometown. It brings back memories of my friends from back then. It seems they got the better of me. Forgive me. That guy, he noticed Tenebrae. Are you sure? I've never seen anyone who could do that. I wonder who he is. Ja, ziemlich mysteriös, dieser Mann. Ein seltsamer Kerl, ja, das stimmt. I wonder who that guy was. He said some strange things. What a weirdo. I mean, it's been a long time since this town changed its name to Asgard. Right. No human alive today could have been around then. Could he be an elf? Maybe that's how he noticed Tenebrae. Yeah, but even elves and half-elves only live about 1,000 years tops. He must have been teasing us. Jerk. He may actually be older than his youthful appearance would indicate. Oh, you mean like you, Tenebrae? Yeah, maybe that's it. We Centurions are ageless. I will not be treated like a doddering old man. Naja, gut. Auf geht's zum Bürgermeister, da müsste er hier hinten sein. Und vielleicht hat er ja tatsächlich Leute gesehen. Spielen die hier wieder versteckend, die Kinder? Wenn ich nach draußen ins Freie gehe, könnte der Wind mich fortreißen. Deshalb bleibe ich hier. Okay. Ich glaube, das war ein kleines Mädchen. Und was machst du da? Der Wind ist neuerdings so stark, dass ich nicht einmal zum Spielen nach draußen gehen kann. Deswegen hockst du auch da in der Ecke, wie es aussieht. Nein, ich meine, der Bürgermeister war hier oben. Könnte es sein? Da scheint niemand zu Hause zu sein. Das ist nicht gut. I just don't get it. Huh? What do you mean? The wind isn't strong enough. There's no way a wind this weak could damage buildings like this. Hmm. Well, maybe some days the wind is stronger. Marta! Emil!
Sorry. We'd better go find some shelter somewhere. There's a cave-like area not far from here known as the Mural Cavern. If I may suggest, perhaps we should head there to avoid the wind. Sounds good. Let's go. Wait! It's safer if we hold hands. Oh, wie süß. Ein wenig Händchen halten. Aber was zur Hölle war das an der Decke? Warum ist auf einmal der Wind so stark gewesen? Wahrscheinlich werden wir es noch erfahren. Erstmal den Zeitvertreib hier durchforschen. Your hands are so warm, Emil. You think so? Two young hearts all a flutter. How sweet. A flutter? Who says stuff like that anymore? I do. You got a problem with that? You're funny, Tenebrae. Way to kill the moment, you two. Die sind so eingeschnappt, die Martha. Unglaublich. So, Tenebrae sagte, in einer Höhle. Ich glaube, ich weiß auch, wo sind die Kinder? Wo sind die Leute hier hin? Die Frau und die Kinder, die hier waren. Was zur Hölle? Ist hier passiert? Sind die nach Hause gegangen? Ich hoffe mal. Okay, da ist zugesperrt. Tut mir leid, aber diese Hülle ist bereits voll mit dem Dorfbewohner. Bitte suche eine andere. Da ist auch voll. Sie wollen uns nirgendwo reinlassen. Gut, hier. Da steht keiner vor. Dann betreten wir diese Höhle. Beat red. Your hand. Oh, do I have to let it go? Just kidding. I wonder why the wind got so strong all of a sudden. I believe it's linked to Lord Ratatosk's sleep. Yeah, I know that's the root of the problem. I meant, why did the wind get so strong just now? Perhaps it changes, in a manner similar to you. I know. I'm just a weak nobody without the help of Knight Aratatosk. That's not true. You're strong, kind, and cool. Really? Really? You're my prince, Emil. I wonder if she really believes all that. I hate to interrupt this fascinating discussion, but the wind seems to have died down a bit. It did? Yes, but now I hear voices. There seems to be some sort of commotion. Let's go and have a look. It'll also give us a chance to ask about Lloyd. Right. Das werden wir definitiv uns anschauen. Emil erhielt den Titel Prinz meiner Träume. Genial. Das war, glaube ich, über Status, oder? Genau, ängstlicher Junge. Ritter von Radagtost. Die durch einen Pakt gewährte Kraft ist die Kraft, dich zu schützen. Und Prinz meiner Träume. Die Träume eines Mädchens kann niemand aufhalten. Was wird er jetzt tun? Was ist jetzt besser? P-Angriff, Geschwindigkeit, glaube ich, und Glück. P und A-Angriff steigert sich ein wenig. Ich denke mal, wir nehmen mal
mit Geschwindigkeit oder was auch mal GEW heißt. Ich sollte mal wirklich mal danach gucken, was das für Werte sind und wie die heißen. Ich denke mal, P und A sollen ein bisschen passiv und aktiv sein, aber ich habe keine Ahnung, was die genau bedeuten sollen. Vielleicht könnt ihr mir auch in Kommentaren schreiben, ansonsten werde ich mal herausfinden, was das Ganze ist. So. Marta Lualdi. Was habt ihr immer für einen Namen? Da haben wir noch geheimnisvolles Mädchen. Ein heldenhaftes Mädchen, das aus dem Nichts aufgetaucht ist. Oh. Ehemalige Vanguard. Oder Vanguard. Obwohl sie nur für das Volk von Cerberus tat, verließ das Mädchen die Organisation mit gemischten Gefühlen. Und da steigert sich ja einiges. Das werden wir definitiv auswählen. Und das war's eigentlich schon. Und jetzt schauen wir mal, was da draußen los ist. Da ist ja so ein Tumult. Aber ist die Frage nur wo? Ah, bestimmt hier vorne. Who? A top officer in the Vanguard. We'd better hide. Oh, I'm so disappointed you still haven't found Coletti. Pooh, Alice is so tired. Ma'am. If you'd just be a little more patient. I just said that I'm tired. Now, now, you should know better than to... Hop, back, to, leap! No wonder you let Mart-Mart slip through our fingers and failed so spectacularly in Lewin. Must I do everything myself? Are you listening to me? I apologize. Hurry and find that pesky Coletti. I'll be at the mayor's house. Ta-ta! I'll search the city's perimeter. Will you do a thorough sweep of the city? The chosen of regeneration is a woman with blonde hair. Bring in anyone that fits that description. And do it quickly, or Lady Alice will have all of our heads. Now go! For the liberation of Silverant! So, that girl is a member of the Vanguard? That's Alice, the captain of the Vanguard's combat unit. She's a complete sadist. Be careful around her. Be careful? But why? What's that supposed to mean? Be careful. Well, we won't be able to go to the mayor's house now. All right. Then let's go look for the Chosen, Colette. Oh, yeah. The Chosen and Lloyd traveled together, right? Mm-hmm. If we can't find Lloyd, we might be able to ask about him. And maybe... Maybe what? Let's just look for the Chosen. They said that the Chosen is a woman with blonde hair. Let's search the city for her. However, please remember to keep your distance from the Vanguard and stay out of their sight at all times. Right. I agree. There's no point in getting caught up with them.